Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum Computer-TAF. Heute haben wir ein bisschen eine Spezialsendung für Sie zusammengestellt zum Thema CompuServe. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich den Matthias Zehnder. Er ist Computer-Fachmann, Computer-Journalist. Und vielleicht gerade am Anfang so ein paar klärende Worte zu diesem Thema CompuServe. Was ist das genau? Was ist ein Online-Dienst? Ein Online-Dienst ist im Prinzip ein Computer, der an einem anderen Ort steht, wo man sich via Telefonleitung und Modem darauf einwählt. Das Spezielle an einem Online-Dienst ist, dass es über die ganze Welt verstreut einen Haufen Computer hat, die über eigene Leitungen miteinander verbunden sind. So kann man sich von der Schweiz aus zum Ortstarif praktisch mit Leuten in San Francisco oder Tokio verständigen. Bevor wir dann vielleicht noch reinschauen, also nicht vielleicht, sondern wir schauen sicher rein, vielleicht zu der Geschichte, aber zuerst noch etwas zu CompuServe oder zu diesem Online-Dienst. Wie ist das entstanden und von der Entwicklung her? Das explodiert ja im Moment förmlich, kann man sagen. Ja, man redet heute fast von nichts mehr anderem als von Online-Dienst und Internet. Entstanden ist es vor etwa 20 Jahren, hat das Unternehmen, das hinter CompuServe steht, Rechnerzeit verkauft. Da sind die Computer so teuer gewesen, dass sich das nur wenige Firmen haben können leisten konnten. Und die haben die Zeit auf diesen Rechner verkauft. Und zwar haben sie die so verkauft, dass sich andere Leute mit via Telefonleitungen auf die Rechner eingewählt haben und dort Rechner lassen haben. Und im Prinzip macht CompuServe heute nichts anderes als das. Sie verkaufen Zeit und Inhalte auf ihren Rechner via Telefonleitung. Es ist ja so, immer wenn etwas Neues kommt oder wenn sich etwas eben entwickelt, wie zum Beispiel so ein Online-Dienst, das heisst, dass man auch neue Sachen auf seinem Computer muss haben. Was muss man jetzt haben, wenn man zum Beispiel bei CompuServe möchte dabei sein? Was ist da alles erforderlich? In erster Linie natürlich ein Computer, der ausgestattet ist mit einem Modem, also einem Kistchen, der die digitalen Signale vom Computer umwandelt, die Töne, die man über eine Telefonleitung schicken kann. Zweitens braucht ein Online-Dienst immer ein Programm, wo auf dem Computer läuft, wo sich kann in Verbindung setzen mit dem entfernten Computer und den Inhalt entsprechend dem, wo der Online-Dienst darstellt, auf dem Bildschirm darstellen. Die Programme kommt man in der Regel von diesen Online-Diensten zur Verfügung gestellt über. Die wollen einem ja nicht Programm verkaufen, sondern Inhalt und Zeit. Das kann man in der Regel gratis haben. Man kann neue Versionen gratis oben abladen. Die Programme gibt es für Windows und für Macintosh. Wenn wir doch mal die Oberfläche jetzt mal anschauen von CompuServe und vor allem eben ein paar Inhalte, Sie haben das angesprochen gehabt. Wir haben ein bisschen etwas zusammengestellt und das werden wir uns jetzt anschauen. Wir sehen hier die Oberfläche. Wir haben jetzt gerade das Modem angewählt. Das ist die Oberfläche von CompuServe, der WinSIM, der Windows CompuServe Information Manager. Der managt hier die Informationen. Wir wählen uns jetzt hier via Modem auf so einen Zugangsknoten. In der Schweiz hat es 4 Zugangsknoten, in Zürich, Bern, Basel und Genf kann man sich auf CompuServe-Netz einwählen. Jetzt hat der Rechner Verbindung aufgenommen, Logging onto CompuServe, tut jetzt die verschiedenen Kennungen übermitteln, die der Rechner ausweisen als Mitglied von dem Netzwerk. Das wird alles über Kreditkarten abgerechnet, da muss man nichts mehr eingeben, wenn man drauf ist. Und jetzt sind wir dann live auf dem Netz drauf. Das heisst, das Programm ist natürlich immer noch das gleiche wie vorher, aber im Hintergrund übermittelt der Dienst via Telefonleitung Inhalt. Der erste Inhalt, den wir hier sehen, ist ein Willkommen. Wir sehen hier, obwohl es ein amerikanischer Dienst ist, hat es hier deutsche Willkommen drauf. Klickt hier auf das Willkommensfenster drauf. Das ist gesteuert über den Zugangsknoten, wo man sich einwählt. Der weiss natürlich, dass da ein Schweizer gekommen ist und tut darum einen deutschen Willkommen auf den Bildschirm setzen. Man sieht aber sofort, wenn man etwas tiefer reingeht, da wird es wieder Englisch. Da zum Beispiel der CEO, der Präsident von CompuServe, der einem da begrüßt, holt, indem man auf das Knöpfchen drückt, da kommt es dann eben nur noch Englisch. Also dahinter steht eine amerikanische Firma. Es sind immer noch die meisten Inhalte englischsprachig, obwohl die deutschsprachigen Inhalte sehr schnell wachsen. Wir das hier zu, sind wieder auf dem Hauptfenster. Darauf hat man jetzt die verschiedenen Kategorien. Man kann hier einkaufen, man kann Sportinformationen anschauen und es hat Magazin. Wenn man jetzt auf so einen Button klickt, auf so einen Druckknopf drückt, passiert etwas Ähnliches, wie wenn man in einem anderen Programm auf den Knopf drückt. Man holt das, was dahinter ist. Nur ist das nicht auf der Festplatte abgespeichert, sondern eben, es kommt via Telefonleitung. Wir haben jetzt hier ein Magazin, Spiegel zum Beispiel, die Süddeutsch, NZZ, People, eine amerikanische Zeitschrift, Rolling Stone. Schauen wir mal in den Spiegel rein, das deutsche Nachrichtenmagazin. Das hat hier ein eigenes Forum.
Zum Beispiel kann man das Titelbild von der aktuellen Ausgabe da via Telefonleitung sich auf den Rechner holen. Wie sinnvoll das ist, darüber kann man diskutieren. Es ist sicher nützliche Werbung für den Spiegel, der so zeigt, was er in der aktuellen Ausgabe anbietet. Man sieht da auch etwa die Geschwindigkeit, die man bei der Informationsübermittlung erwarten kann. Der Zugang ist zwar nicht langsam, aber es müssen sehr viele Daten übermittelt werden, dass so ein Bildschirmbild dargestellt werden kann. Und das dauert seine Zeit. Also so multimedial und attraktiv ist das halt noch nicht. Die wichtigsten Inhalte sind aber im eigentlichen Spiegelforum. Das ist der Bereich von CompuServe, wo Spiegel seine Inhalte präsentiert. CompuServe lebt von diesen Foren. Da hat es jetzt die Ressorts wie im Magazin, gehen wir mal so eins rein, Auslandsressort zum Beispiel. Und da sind die einzelnen Artikel als Dateien abgelegt, so wie sie im Magazin erschienen sind. Die Dateien kann man sich auf den Computer holen, kann sie anschauen. Zum Beispiel etwas über Bosnien. Schauen wir uns das mal an. Jetzt werden die Inhalte vom entfernten Rechner auf diesen Rechner geschickt. Wir sehen die hier auf dem Bildschirm. Wir können jetzt hier den Text markieren und rauskopieren und direkt in einem anderen Programm weiterverwenden. Das ist auch das Attraktive an diesen elektronischen Inhalten. Sie lassen sich weiterverwenden, abspeichern und weiter benutzen. Das war das Spiegelforum. Da, wenn wir auf die Türe klicken, kommen wir wieder aus dem Forum raus. So Foren gibt es immer mehr auf CompuServe. Es kommen immer mehr Zeitschriften, Zeitungen, aber auch Kaufhäuser und andere Leute, die Foren auftun auf CompuServe. Das Wichtigste sind aber nach wie vor Informationen. Und einer der wichtigsten Nachrichtenlieferanten ist zum Beispiel die Nachrichtenagentur AP. Die füttert den ganzen Tag alle Nachrichten, die sie über den Ticker schickt, in ihrem CompuServe-Forum, da zum Beispiel Sportnachrichten. Die Nachrichten sind zwar nur 24 Stunden drauf, aber es ist doch eine riesige Auswahl. Man kann sich da so eine Nachricht abholen auf den eigenen Computer. Und die Nachricht jetzt eben nicht nur am Bildschirm lesen, sondern man kann sie auf Knopfdruck, da über File, Save, kann man sie abspeichern auf dem eigenen Computer. Also da oben an Dateinamen eingeben und dann ist die Datei gespeichert. Und darum kann man sie eben dann später weiterverwenden. Man hat es nicht einfach nur gelesen, wie wenn man es irgendwo in der Zeitung sieht, sondern man kann die Informationen effektiv weiter benutzen. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Und es ist auch klar, also es leuchtet ein, dass die Informationen sehr schnell sind, weil man gerade direkt Zugriff hat. Jetzt aber gleich eine Frage vom Technischen. Also ich weiss von Leuten, die das Gefühl haben, wenn sie jetzt im CompuServe oder von einem anderen Online-Dienst drin sind, dass dann das auf ihrem Computer physisch vorhanden ist. Das ist ja aber letztlich nicht der Fall. Wo ist denn das Material? Ja, das ganze Material, das man sieht, ist an zwei Orten. Die Hülle davon, das, was gebraucht wird, um das Material darzustellen, das ist auf meinem Computer, das ist die grafische Oberfläche. Und die eigentlichen Inhalte, die werden über Telefonleitung in das Programm hineingeschickt. Im Normalfall ist alles, was man sieht, all die Dateien, die da angezeigt werden, das sind nur ein Inhaltsverzeichnis. Also CompuServe tut mir auf meinem Computer quasi nur ein Inhaltsverzeichnis von dem übermitteln, was auf dem Rechner von CompuServe ist. Ich habe das noch nicht auf meinem Computer. Jetzt kann ich das also anschauen, ich kann durchblättern, kann das lesen. Jetzt kommt ja aber je nachdem gleich das Bedürfnis, dass man das auf dem eigenen Computer möchte haben. Dann besteht die Möglichkeit, dass man das überladen kann auf den eigenen Computer. Das ist genau das, was wir vorher gesehen haben. Dann tut man etwas abladen, sagt man dem. Man tut es abspeichern auf dem eigenen Computer. Im Prinzip ist es schon da, wenn man es anschaut am Bildschirm. Also wenn man einen Text kann durchblättern kann, dann muss der Text übermittelt werden von der Zentralen auf dem eigenen Computer. Aber er ist dann im Prinzip nur im Arbeitsspeicher, er ist flüchtig. Wenn man es wirklich haben will, auf dem eigenen Computer, dann muss man es abladen und abspeichern als Datei. Jetzt haben wir ja gerade in dem Ausschnitt gesehen, wo wir das Spiegel-Titelbild abgeladen haben oder wo das hoch ist. Es ist verhältnismäßig lang gegangen. Man ist sich zum Teil ja heute gerade bei CD-ROMs oder so gewöhnt, dass es schnellere Tempi gibt. Wenn man jetzt den ganzen Text so möchte abladen, dann braucht man, kann man vorstellen, enorm viel Zeit. Ja, Texte sind nicht so ein Problem. Texte sind nicht sehr schwer. Also die brauchen nicht sehr viel Speicherplatz. Aber sobald es um Bilder oder sogar Film geht, dann wird es sehr langsam. Verglichen mit einer CD-ROM kann man sagen, eine CD-ROM hat den Vorteil, dass es ein ganz dicker Kanal ist, wo man sehr viel drüber tun kann. Aber man kann es eben nur einmal drüber tun, indem man das auf die CD speichert. Das ist der Vorteil des Online-Dienst.
Der kann jeden Tag neue Informationen drauf tun. Er ist sehr aktuell, aber er hat sehr einen sehr dünnen Kanal, wo er die Informationen darüber abladen kann. Sie haben es angesprochen, glaube ich, vor allem interessant sind die Informationen, die Nachrichtenmagazine anbieten, die verschiedenen Zeitschriften. Es ist ja nicht so, dass man sich das vorstellt, dass die Zeitung 1:1 einfach im Computer ist, sondern es sind Vorabinformationen oder Zusatzinformationen. Was versprechen sich denn die einzelnen Magazine von CompuServe oder von anderen Netzwerken? Geschäft macht man heute in CompuServe von den Zeitungen her nicht, indem man die Inhalte dort verkauft, sondern indem die Inhalte zweitverwertet werden dort. Und das heisst, die Inhalte sind Werbung für das eigentliche Magazin. Man rechnet damit, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wenn da wirklich viele Leute drauf sind, man im Online-Dienst selber wieder Geld verdienen kann mit Werbung, dass man Werbeplatz verkauft, wie das in einer heutigen Zeitschrift auch der Fall ist. Was aber kaum wird der Fall sein, ist, dass jemand wird zahlen für einen Online-Spiegel. Das ist so ein bisschen wie im Fernsehen. Wenn man muss zahlen muss, dann ist man schnell einmal einen Kanal weiter. Und an der Stelle muss man sagen, wir haben CompuServe für diese Sendung natürlich auch gewählt, weil ein Thema uns jetzt speziell interessiert, weil SFDR ist seit dem 1. Oktober ebenfalls auf CompuServe. Und das wollen wir doch jetzt mal anschauen, wie das aussieht. Ja, das ist so, dass Fernsehen ein eigenes Forum hat auf CompuServe. Das Forum kann man anwählen. Ich habe jetzt das hier in der Favorite-Liste, also meine liebsten Plätze, die kann man vorab speichern. Kann man anwählen, indem man das hier anklickt. Das Kommando, wenn man es direkt anspringen will, ist Go SFDRS. Alle Foren auf CompuServe funktionieren so, dass man mit Go und dem Namen in das Forum hineinkommt. Und da sehen wir das SFDRS Online Forum. Da drin hat es so eine Bibliothek mit einem Haufen Inhalt, unten Informationen zu einzelnen Sendungen, oben allgemeinere Sachen. Es hat da zum Beispiel Porträts von Fernsehmachern. Schauen wir da mal eins an. Der sollte uns bekannt vorkommen. Seht, die Bilder sind jetzt ein bisschen schneller da als das Spiegeltitelbild von vorher. Die sind technisch anders abgespeichert, darum sind sie schneller. Der ist, obwohl die Auflösung nicht schlechter ist, ist der sehr schnell auf dem Computer unten gewesen. Es hat von diesen Bildern eine ganze Reihe. Das ist vor allem Werbung für die entsprechenden Sendungen natürlich, aber das Publikum hat das offenbar gern, dass man so Bilder herunterladen kann. Schauen wir da nochmal eins an. Das geht wirklich flott für das, dass das ein recht gut aufgelöstes Bild ist, kommt das sehr schnell über den Kanal. Das ist die gleiche Leitung wie vorher. Es geht recht flott. Sandra Studer sieht man hier. Man könnte jetzt die Bilder natürlich auch abspeichern und später weiterverwenden auf Geburtstagskarten oder etwas Ähnlichem. Speichert jetzt aber den Benni da nicht ab. Schauen wir weiter, was es da noch hat in diesem Forum. Es hat zum Beispiel aktuelle Informationen, tagesaktuelle Informationen über das Fernsehprogramm. Das ändert ja manchmal in letzter Minute. Das Fernsehprogramm kann man da anschauen in Form von einem Textfile und auch abspeichern und vielleicht auch elektronisch absuchen, wenn man eine bestimmte Sendung sucht. Und es hat Informationen zu einzelnen Sendungen von der Rundschau über NTW bis zu Fastenfamilie. Ein besonders interessanter Inhalt ist das Minigame. Das ist eine Version vom TAF Minigame, wo man da kann abladen auf den eigenen Computer als Computerspiel und dann zuhause am PC spielen. Zu gewinnen gibt es dann aber allerdings nichts. Auch das CompuServe hat so eine eigene Bibliothek mit Informationen über die Sendungen. Da wird zum Beispiel gesagt, wo man CDs kann überkommen und was der Inhalt ist. Und es hat sogar noch ein Bild von jemandem, der einem bekannt vorkommen sollte. Ja, jetzt muss man sagen, es geht letztlich eben nicht nur um die Köpfe, die man herunterladen kann, das ist eine hübsche Idee, sondern es geht um Inhalte, die vermittelt werden, jetzt gerade in diesem Forum, wie in den anderen Foren übrigens auch. Und was ja vielleicht wirklich das Attraktive daran ist, dass ja Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt direkt interaktiv können teilnehmen können, dass sie ihre Kommentare können zu einer Sendung abgeben können. Wie funktioniert denn so ein Forum, wo man jetzt eben mit jemandem kann diskutieren oder auch Anregungen, Kritiken am Mann und Frau bringen? Es hat in allen Foren zwei Bereiche. Das eine ist eine Bibliothek mit diesen Inhalten, das, was wir vorher gesehen haben, und das andere sind Diskussionsforen, Diskussionsgruppen. Da kann man irgendeine Datei aufladen, wo man mal man kann auf einen Knopf drücken und die Datei schreiben im Forum, wo man sich zu irgendjemandem etwas ärgert oder Kritik anbringt oder einen Vorschlag macht. Und ein anderer, der später auf das Forum kommt und die Datei sieht,
die Kritik sieht, der kann das anklicken und darauf reagieren. Und durch das ergibt sich mit der Zeit so eine Art wie ein Kettenbrief, wo der eine dem anderen und der andere wieder dem einen antwortet. Und von einem Brief ausgehend können da hunderte von Leuten über das gleiche Thema anfangen zu diskutieren. Es hat zum Beispiel im Moment eine Diskussion über Einschaltwerbung, die so geführt wird in diesem Forum. Darum vielleicht jetzt an dieser Stelle auch gerade die Anregung für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie eine Anregung haben oder Kritik oder etwas möchten wissen zum Computertaf und Sie sind beim CompuServe dabei, Sie haben ein Abonnement, dann können Sie eben CompuServe wählen, go SFDRS go und uns das in diesem Forum Ihnen mitteilen und wir versuchen Ihnen dann so schnell wie möglich darauf eine Antwort zu geben.